Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute geht es ganz passend zur Alien Week um die Banu Merchant Men. Es war auch ein Wunschvideo, einige haben sich das gewünscht, dass ich nochmal auf das Schiff drauf eingehe und ich habe dann so gedacht, ja eigentlich habt ihr natürlich vollkommen recht, weil, naja, wir hatten das Schiff bisher auf dem Channel glaube ich noch gar nicht behandelt oder nur am Rande mal erwähnt. Und da es jetzt zum Kauf angeboten wird und vermutlich demnächst auch mal irgendwie auf die Roadmap kommen wird, werden wir gleich nochmal drüber sprechen, macht es natürlich Sinn, einmal so ein Video zu machen. Aber bevor wir anfangen, eine ganz, ganz wichtige Sache vorab. Das Schiff ist noch in der Konzeptphase. Das heißt, wir wissen nicht, wann es released wird und wir wissen auch nicht, was genau für Komponenten sein werden am Schiff. Wir wissen nicht genau, wie groß es am Ende wirklich sein wird. Wir wissen nicht die exakten Daten. Ich will damit nur sagen, dass alles, was ich euch jetzt erzähle, zum Teil auf sehr alten Informationen beruht oder aktualisierten Informationen. Aber nichts davon muss zwangsläufig 1:1 so beim fertigen Schiff kommen, wie es angekündigt wurde. Ihr wisst es ja. Ich sage das nur nochmal vorab, dass sich da niemand jetzt denkt, oh, das ist so und so, das wird auch dann exakt so kommen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig für den Hinterkopf zu behalten. Ich habe hier das Video jetzt mal so aufbereitet, dass wir die verschiedenen Dinge durchgehen. Wir starten mit der Größe und dem Design des Schiffs, dann kommen wir zu den Funktionen, dann kommen wir zur Spielweise, dann kommen wir zu den Vor- und Nachteilen gegenüber anderen Schiffen und dann reden wir über den Preis und die Verfügbarkeit und noch ein paar weitere Details. Das ist die Struktur des Videos. Ich hoffe, das funktioniert so und ich werde euch jetzt mit Informationen überfluten, die ihr, wie gesagt, mit einer kleinen Prise Salz bitte behandeln müsst, weil, naja, wie gesagt, Schiff ist im Konzept. Und alles, was ich noch jetzt sage, kann sich gegebenenfalls noch ändern oder kann sich ein bisschen anpassen und so weiter. Gut, fangen wir also an mit der Banu Merchantman mit Größe und Design. Wie der Name schon sagt, handelt es sich ja um ein Alienschiff der Rasse Banu. Das ist eine Alienrasse in Star Citizen, ganz einfach. Gibt auch ein paar Bilder. Ich blende euch hier auch ein paar Bilder zu ein, vielleicht zu den einzelnen Themen. Ich weiß noch nicht, welche Bilder ich wo einblende, deswegen, naja, aber ihr werdet es gleich sehen. Also, ein Alienschiff, das heißt also, es ist kein Menschenschiff, logischerweise. Und es ist auch kein Umbau von einem Alienschiff, so wie wir das von dem Hersteller Esperia kennen, sondern es ist eben wirklich ein dediziertes Alienschiff. Das führt dann dazu, dass zum Beispiel die Türen so hoch sind und Gänge zu breit sind und Betten zu lang sind. Das liegt aber in der Natur des Alienschiffs, weil es eben ein Banu-Schiff ist. So, das Schiff ist sehr ähnlich zur Banu Defender. Darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Der Punkt ist, es ist so eine Mischung aus einem Raumschiff, also technisch gesehen, und einem organischen Raumschiff. Also es erinnert stark an die Race-Schiffe von Stargate Atlantis. Auch da blende ich euch mal ein paar Beispielbilder ein. Ihr seht es auch ganz gut. Also eben so eine Mischung aus organisch und nicht organisch oder anorganisch. Das ist so generell die Designsprache von den Banu. Das ist der Style Guide, der immer vorgegeben wird. Also ne, das Grundschiff ist die Banu Defender, die ist ja fertig und darauf aufbauend wird man also alle anderen Banu-Schiffe in diesem gleichen oder sehr ähnlichen Style Guide bauen. Zur Größe der Merchantman kann man sagen, es ist ein Large-Schiff. Einige sagen Capital-Schiff. Naja, also das, was ich so mitbekomme, ist es wohl ein Large-Schiff oder soll es zumindest werden. Und das bedeutet auch, es hat Large-Komponenten. Das hat diverse Vorteile. Darauf komme ich dann nachher nochmal zu sprechen. Aber merkt euch einfach mal, Large-Schiff mit Large-Komponenten in dem Fall. Zur Größe kann man noch sagen, es ist gewissermaßen die letzte noch mögliche Größe, bevor es dann Capital Schiff wird. Auch das hat, wie gesagt, einige Vor- und Nachteile, komme ich nachher nochmal zu. Die Maße, zumindest die Maße, die wir kennen, lauten 160 Meter lang, 160 Meter breit und 65 Meter hoch, also ein ganz schön dicker Oschi auf jeden Fall. Das Ganze wird von einer Crew besetzt, natürlich, es ist ein Multicrew-Schiff, also kein Single-Schiff. Das heißt, wir haben eine Crew von 4 bis 8 Personen, je nachdem, wie man diese dann einteilt und aufteilt. Es wird aber natürlich trotzdem solo zumindest steuerbar sein, so wie alle Raumschiffe logischerweise, weil wir haben ja eine Brücke, wir haben einen Pilotensitz und haben dort entsprechend alle Armaturen. Wir sind ja hier nicht bei Sea of Thieves. Sorry, der Seitenhieb musste einmal sein. Okay, zur Größe noch ein paar weitere Informationen. Die Merchantman hat mehrere Decks und mehrere sehr große Räumlichkeiten. Sie, zu diesen ganzen
Ebenen gehört zum Beispiel natürlich Crew- und Gastquartiere, wir haben Besprechungsräume, wir haben eine Kantine an Bord, wir haben natürlich die Brücke, wie ich schon sagte, es wird verschiedene Geschäfte geben, später mehr dazu, wir haben natürlich einen Frachtraum, weil es ein Frachtschiff ist, und auch vermutlich einen Maschinenraum und weitere Räumlichkeiten, welche genau, müssen wir natürlich noch abwarten, dazu sind die Informationen nicht vorhanden oder nur extrem dünn. Abschließend kann man zur Größe und zum Design sagen, wir haben es hier mit einem sehr, 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 sehr großen, aber noch immer nicht zu großen Alien-Fracht- und Handelsschiff zu tun. Es ist sehr ründlich, es ist also nicht so in die Länge gezogen wie eine Caterpillar, sondern es hat wirklich sehr dicke Ebenen, es hat mehrere Decks, also man wird dort sich auch bestimmt drin verlaufen können. Es erinnert von dem Aufbau vielleicht so ein bisschen an die Carrack, aber ist natürlich vollkommen anders von Natur her aufgebaut. Zum Design kann man noch sagen, wir haben es eben dadurch, dass es ein Alienschiff ist, sehr mit diesen organischen Strukturen zu tun. Wir haben auch ganz andere Farbgebungen, andere Texturgebungen im Schiff selber. Dazu, so ein paar Bilder blende ich euch hier bestimmt ein, aber wie es genau aussieht, kann ich euch natürlich nicht sagen. Müssen wir abwarten, wann es fertig wird. Aber es sieht auf jeden Fall sehr außergewöhnlich aus. Trotzdem hat es irgendwie so ein bisschen was Wohnliches, so ein bisschen was Gemütliches und wirkt allgemein sehr einladend. Logisch soll ja auch ein Handels- und Frachtschiff und auch irgendwo so eine Art fahrender Händler sein. Dazu, wie gesagt, gleich noch ein bisschen mehr. Kommen wir als nächstes zu den Funktionen dieses Schiffes. Und ich hatte es gerade schon angedeutet, wir haben es hier mit so einem Kombi zu tun. Also zum einen ein Handelsschiff, aber auch ein Frachtschiff. Das bedeutet, wir transportieren ähnlich wie bei der Caterpillar eben Waren von A nach B, so wie wir das auch schon kennen. Aber wir haben eben auch Geschäfte. Der Frachtraum wird aktuell auf der Website mit 3584 SCU angegeben, aber ich muss euch da direkt ein bisschen enttäuschen. Es wurde bereits bestätigt, dass das fertige Schiff auf jeden Fall weniger haben wird. Das hat damit zu tun, dass sie nicht möchten, dass das Schiff ein Capital-Schiff ist. Ich komme dann nachher, wie gesagt, nochmal dazu, warum, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen weniger werden. Ne, wir hatten das bei der Carrack gesehen, die hatte, glaube ich, um die 1000 SCU irgendwann mal gehabt im Konzept und kam dann jetzt mit, oh Gott, 400 irgendwas SCU. Also bei der Merchantman soll sich's wohl nicht ganz so stark auswirken, habe ich herausgefunden, aber das ist ja alles Schall und Rauch. Aber rechnet auf jeden Fall nicht mit 3500 SCU. Ich persönlich schätze, dass wir bei 2000, vielleicht 2500 landen werden. Vielleicht auch weniger, keine Ahnung, ne? Im Innenraum der Bano Merchantman werden sich diverse Möglichkeiten und Räumlichkeiten anbieten für Geschäfte, ne? Weil es soll eben auch ein Handelsschiff sein. Das hat auch was damit zu tun, dass es eben kein Capital-Schiff, sondern eben ein Large-Schiff sein wird, denn das bedeutet, wir können landen und wir können auch docken. Die Grundidee ist also, dass ihr als Pilot irgendwie irgendwo hinfliegt, Raumstation oder Planet, landet dort und die Kunden kommen dann wie in so ein großes Einkaufszentrum rein und können dort Waren kaufen in den Geschäften. Vielleicht kann man auch Geschäfte irgendwie vermieten an irgendwelche Leute, keine Ahnung, was da noch so kommt. Und wir haben eben nebenbei diesen riesigen Frachtraum, um eben große Mengen von Waren von A nach B zu transportieren. Die Merchantman wird weniger modular sein als zum Beispiel die Caterpillar. Da kann man ja quasi jeden Frachtraum, diese einzelnen Teile, durch verschiedenste Module ersetzen. Wobei ich hier nochmal erwähnen will, dass dieses ganze Thema Modularität noch in den Kinderschuhen steckt und das kommt wahrscheinlich ganz spät erst in der Entwicklung. Also nehmt das jetzt noch nicht zu ernst. Aber zumindest so die Grundidee ist, das Schiff ist etwas dedizierter und dadurch natürlich weniger modular. Aber einzelne Abteile sollen anpassbar sein. Also wahrscheinlich wird man die Geschäfte verschieden belegen können. Das ist also nicht alles nur ein Geschäft ist, sondern ne, dass man da verschiedene Optionen hat. Es wurde auch mal darüber gesprochen, dass man auch durchaus so ein Schwarzmarktgeschäft, so halb illegale Sachen dort mitmachen kann. Also vielleicht ist das auch ein bisschen was für die Piraten oder für die Outlaws unter euch. Da wird es auf jeden Fall ein paar Anpassungen geben, die man machen kann. Es wird auch eine spezielle Verbindung geben zwischen der Bano Defender und der Merchantman, weil die Bano Defender ist das Begleitschiff für die Merchantman, unter anderem. Das wird vermutlich so aussehen, dass es, dass die Defender irgendwie in der Merchantman landen kann oder andocken kann, wie auch immer sie es lösen. Auf jeden Fall wird es da eine bestimmte harmonische Beziehung zwischen diesen beiden Schiffen geben. Ähnlich wie wir das auch kennen, zum Beispiel bei der Carrack mit der Pisces. Ne? Also das wird auf jeden Fall miteinander kombinierbar sein in irgendeiner Form. Vermutlich wird man es docken können. Aber das werden wir sehen, wenn das Schiff dann rauskommt.
Zusammenfassend kann man zu den Funktionen im Allgemeinen sagen, dass wir hier also einen Frachter haben, der eben auch wirklich wie so ein fahrender Händler ist und überall landet und seine Tore öffnet und die Menschen können reinströmen, können dort essen, trinken, können sich versorgen, können sich Klamotten kaufen oder was weiß ich was, alles Mögliche kaufen, Waffen, was man halt so macht. Und dort wird man auf jeden Fall diverse Möglichkeiten haben, das Ganze zu customizen und für seine Nische, die man als Händler ja finden muss, anzupassen. Damit also nicht jede Merchantman mit denselben Geschäften letztlich rumfliegt. Wie genau das Ganze funktionieren wird, wissen wir natürlich nicht, aber das ist so die Grundidee, wo die Reise quasi mit der Merchantman hingeht, was die Funktion angeht. Und dieser Part führt uns nun also auch zur eigentlichen Spielweise dieses Raumschiffes. Also, der Spieler und die Crew fliegen irgendwie durchs All und handeln mit Waren. Das heißt also, dass andere Schiffe vielleicht vorbeigeflogen kommen, andocken oder auch landen, je nachdem, welchen Platz man eben dort zur Verfügung stellen kann. Und dass man eben auch irgendwo auf Raumstationen, die vielleicht ein bisschen abseits gelegen sind, landet und dort die Menschen und die Unternehmen dort versorgt. Auf Planeten landet, bei Mondstationen, überall. Also ihr seid wirklich ein fahrender Händler. Ihr fliegt durchs All und versorgt die Leute mit den Dingen, die sie brauchen oder mit den Dingen, die sie vielleicht nicht unbedingt brauchen. Das Ganze wird sicherlich auch eine interessante Verbindung haben, aber das ist jetzt eine Spekulation von mir, also das mit Vorsicht bitte genießen, mit den Basen, die wir als Spieler bauen können. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube die Information, dass wir als Spieler eine eigene Basis bauen können, die folgte lange nach dem Konzept von der Merchantman und von den Grundideen der Merchantman. Ich bin mir aber sicher, dass diese Basen, die wir bauen können, irgendwie damit kombiniert werden können, sodass wir also nicht nur auf normalen Stationen landen können und dort was verkaufen, sondern auch auf Spielerbasen, sofern die das erlauben. Aber wie gesagt, das ist nur Spekulation, wäre natürlich aber total sinnvoll, wenn man das macht. Es wird auch Schwarzmarktverbindungen geben für irgendwelche illegalen Waren, Geldwäschegeschichten, Piraterie. Auch das soll mit der Merchantman in irgendeiner Form möglich sein. Genauso möglich wird natürlich auch die Sache sein, dass wir auch Escort bzw. Transport mit einzelnen Gästen machen können, beziehungsweise auch irgendwelche Handelsabkommen unterwegs besprechen mit den Gästen. Natürlich ist die Merchantman jetzt kein Truppentransporter und auch kein Kreuzfahrtschiff, aber sie hat auf jeden Fall Crew und Gastquartiere und es macht natürlich Sinn, wenn wir da irgendwelche Geschäftsleute mitnehmen, dass die zum Beispiel sich das Schiff irgendwie angucken und sagen, ah ja, hier und da, und dann macht man irgendwelche Handelsdeals und transportiert auch mal den einen oder anderen von A nach B, weil er dort vielleicht eh hin muss und kann dann dort weiteren Handel treiben. Das Ganze dient auch so ein bisschen als ein bewegliches Restaurant, zumindest kann man das wohl machen, weil wir natürlich eben diese Geschäfte haben und auch diesen Frachtraum haben, um zum Beispiel Nahrungsmittel und andere Dinge von A nach B zu transportieren und dann können wir vielleicht auch Stationen, die auf die Lieferung von Nahrung angewiesen sind, weil sie einfach so weit weg sind oder weil sie halt einfach schlechte Kontakte haben, entsprechend beliefern und damit auch ganz guten Gewinn scheffeln. Zur Spielweise brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Ich denke, es liegt auf der Hand. Eben, ihr seid der fahrende Händler, der fahrende oder fliegende in dem Fall Händler und letztendlich ein großer Trader. Also das Schiff ist wirklich für Multicrew gedacht, nicht nur für eine Person. Das sollte auf jeden Fall klar sein. Es ist fraglich, ob wir überhaupt in der Lage sein werden, Singleplayer-artig damit zu spielen. Klar, irgendwo hinfliegen geht natürlich immer, aber das Ding auch sinnvoll nutzen, ist halt wieder eine andere Frage. Und ihr solltet auch bedenken, dass vermutlich die Merchantman erst released wird, nachdem man die Cargo-Decks abgeschlossen hat. Das bedeutet, dass wir nicht so wie jetzt, das wird sich dann eh ändern, bei allen Schiffen auf den Knopf drücken und dann ist die Ware eingeladen, sondern dass es dann entsprechend eine Zeit dauert. Und bei so viel Frachtraum, ich bin gespannt, wie sie das dann generell lösen. Da werden NPCs eine Rolle spielen, die einem dann beim Beladen des Schiffes helfen und so weiter und so fort. Aber das muss man hier auf jeden Fall mit einplanen, dass man hier solo wahrscheinlich eher nicht so wirtschaftlich arbeiten kann. Außerdem sollte man nochmal erwähnen, es ist ein sehr, sehr großes Schiff. Das heißt, wir haben einen hohen Spritverbrauch im Endeffekt. Es wiegt unfassbar viel. Ich weiß nicht wie viel, die Zahlen stimmen eh nicht, aber es wird sehr, sehr schwer sein. Und gerade wenn wir also auf Planeten oder so landen wollen, das wird gehen von der Spielweise her, aber da muss man halt sagen, das wird auf jeden Fall kein Zuckerschlecken und es wird auf jeden Fall teuer werden, dieses Schiff zu unterhalten, weil es einfach auch so riesengroß ist.
Und das führt uns auch nahtlos zu den Vor- und Nachteilen dieses Schiffes. Also, wir haben schon so ein paar Sachen angeschnitten. Ich fasse es an der Stelle einfach noch ein bisschen zusammen. Wir fangen mit den Vorteilen an. Wir haben eine hohe Vielfalt und Spielbarkeit aller Ebenen des Handels. Also, mit dem Schiff macht man so ziemlich, oder wird man vermutlich so ziemlich alle Ebenen des Handels zumindest bespielen können. Das eine mehr, das andere weniger, klar. Also zum Beispiel eine Hull C zum Beispiel oder auch noch eine Hull E oder die anderen Hull-Varianten, die haben natürlich viel, viel mehr Frachtkapazitäten, dafür aber eben keine Geschäfte an Bord und auch sonst keine Annehmlichkeiten. Das heißt, man muss da wieder so ein bisschen Abstriche machen. Ihr seht also, dass es mehr auf die Vielfalt geht, als auf die Perfektion von einer einzigen Tätigkeit im Handel. Wir haben eine relativ geringe Crew für diese Größe und für den Umfang des Schiffes, also 4 Personen ist ja die Mindestcrew. Das heißt, das sollte man als Singleplayer-Spieler locker hinkriegen mit NPCs, denn 3 NPCs nebenbei zu laufen zu lassen, das sollte machbar sein, wenn da die Mechanik drin ist. Und auch so wird es wahrscheinlich ganz gut klappen, 3 Leute sich anzustellen, sollte bestimmt kein allzu großes Problem sein bei diesem großen Schiff. Trotz dieser Größe kann die Merchantman immer noch so ziemlich überall landen. Und auch, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, es ist halt ein Large-Schiff mit Large-Komponenten. Das heißt, es ist kein Capital-Schiff. Hat einen riesen Vorteil. Capital-Schiffe können nicht einfach irgendwo repariert werden. Die können nicht einfach mal easy irgendwo auftanken, die sind einfach zu groß und zu speziell. Das heißt, wenn man ein Capital-Schiff hat, dann muss man immer zu einer speziellen Werkstatt fahren oder zu einer speziellen Tankstelle fahren oder fliegen in dem Fall und dort seinen Kram machen. Dadurch, dass aber die Merchantman genauso wie die Carrack noch ein Large, gerade noch so als Large-Schiff durchgeht, können wir sie so ziemlich überall spawnen, wir können überall landen, wir können tanken, reparieren, aufmunitionieren und auch traden, weil du kannst ja nur dort traden, wo du auch landen kannst bzw. docken kannst. Und das ist der nächste Vorteil, wir haben hier eine Docking-Mechanik, ja. Das heißt, wir können ebenfalls alle Ebenen benutzen, wir können also landen, wir können aber auch genauso überall docken, Ship to Ship und Ship to Station, alles machbar mit der Merchantman, also voller Umfang, das ist eine sehr, sehr starke, das ist ein sehr, sehr starkes Gesamtpaket. Außerdem sollen alle Funktionen, die zumindest zum Fliegen des Schiffes notwendig sind, von der Brücke aus machbar sein, trotz der enormen Größe. Das heißt, wir müssen nicht von A nach B dauernd rennen oder haben irgendwelche anderen Nachteile, sondern können das Schiff relativ entspannt steuern. Die Merchantman hat übrigens von diversen Large-Komponenten nicht nur ein, sondern gleich 2 an Bord. Das, also beispielsweise 2 Schildgeneratoren. Das wird dazu führen, dass sie deutlich länger durchhält als andere normale Frachter, die auch diese L-Komponenten verbaut haben. Das macht sie für den Kampf natürlich jetzt nicht unbedingt besser. Sie ist trotzdem schwach im Kampf, weil sie einfach fast keine Waffen hat, beziehungsweise nur eine Minimalbewaffnung hat. Logisch, ist ja auch ein Frachtschiff. Aber sie wird eben länger durchhalten und das hilft uns natürlich ganz ungemein, wenn wir in irgendein Gefecht reinkommen und auf unsere Eskorte angewiesen sind. Was uns aber ebenfalls zum nächsten Nachteil führt, es wird wohl so sein, dass die Merchantmen gerade in den unsicheren Gebieten, also so Outer Rim oder so, eine Eskorte braucht. Das kommt eben drauf an, das wird man sehen. Aber sie ist halt relativ verwundbar, wenn sie von entsprechend großen Schiffen angegriffen wird, weil es sich einfach nicht wirklich selbst dagegen verteidigen kann. Außerdem, weiterer Nachteil an der Merchantman ist, sie ist eben, wie ich vorhin schon sagte, weniger modular als die Caterpillar. Also da hat man so ein bisschen dieses Hand in Hand gehen, auf der einen Seite eben mehr Vielfalt, das ist positiv, auf der anderen Seite eben nicht ganz so vielfältig wie zum Beispiel in der Caterpillar, weil wir eben nicht ganz so viel auswechseln können. Last but not least kommen wir zum Preis und zur Verfügbarkeit. Also, die Preise sind euch ja eigentlich bekannt. Ich sage es euch trotzdem, der Ursprungspreis, und das ist wichtig immer nochmal für den Hinterkopf, der Ursprungspreis für das Schiff, als es zum ersten Mal in Konzept gegangen ist, lag bei $250. Ich weiß nicht mehr, wann das war. 2013, 14, irgendwie so. Ist schon Ewigkeiten her. Der aktuelle Preis hat sich allerdings seither kaum verändert. Irgendwann war sie bei $350 und ist seither da auch geblieben. Aktuell sogar noch ein bisschen rabattiert, wobei, je nachdem wann ihr das Video halt guckt, kann sich der Preis auch schon wieder verändert haben, weil wir aktuell ja dieses Special Warbound Upgrade haben, wo wir nochmal einen 20 sparen, dann landen wir bei 330. Habe ich jetzt hier im Video nicht nochmal mit aufgenommen, weil darüber gibt es schon ein Video, da habe ich schon intensiv euch informiert über diese Ersparnis beim Kaufen von diesen Warbound Specials, lass mal jetzt mal sein, aber das ist halt der Preis.
350 Dollar ist natürlich viel Geld. Man muss aber sagen, verglichen mit anderen Schiffen, die ähnliche Dinge tun, zum Beispiel in der Caterpillar, ist der Preis tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ja, wenn man darüber nachdenkt, wie viel man hier eben bekommt und dass das Schiff eben auch erheblich größer ist als eine Caterpillar. Der Preis wird weiter steigen, das kann man sicher sagen. Wohin genau, kann man allerdings nicht wirklich sagen. Ich mache euch aber ein Beispiel, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen. Die Carrack hat mal 400 Dollar gekostet. Und ist jetzt, glaube ich, bei 550 oder bei 600 Dollar angekommen. Das ist eine enorme Preissteigerung gewesen. Es ist fraglich, ob es bei der Merchant Man auch so sein wird. Das kann ich euch dann natürlich, wie gesagt, nicht sagen. Aber mein persönlicher Tipp oder meine persönliche Meinung ist, sie wird in Richtung 500 auf jeden Fall gehen, wenn sie flight-ready ist. Das heißt, wenn ihr euch für die Merchant Man interessiert oder vor allem, wenn ihr sagt, ich will die auf jeden Fall haben, empfehle ich euch, Folgendes zu tun. Variante A, wenn ihr euch unsicher seid und einfach nur diesen Preis euch sichern wollt, kauft euch ein Upgrade, zum Beispiel von der Argo Mole, auf die Merchant Man, dann könnt ihr das jederzeit benutzen und müsst es aber nicht sofort entscheiden. Variante 2 wäre, dass ihr euch das Schiff eben direkt kauft oder ein beliebiges Schiff, was ihr schon habt, auf die Merchant Man upgradet. Dann zahlt ihr halt den Preis sofort, habt allerdings auch einen großen Vorteil, denn es gibt, wenn Schiffe noch nicht flugfähig sind, so lange ein Loaner-Schiff, bis sie flugfähig werden. In dem Fall bei der Merchant Man haben wir sogar direkt zwei Loaner-Schiffe, die ihr bekommt. Das heißt, ihr kriegt einmal eine Caterpillar und einmal eine Barnett Defender. Und zwar so lange, wie gesagt, bis die Merchant Man fertig ist, dann fliegen die Schiffe wieder raus bei euch und ihr habt dann die Merchant Man. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ein ganz geiler Deal. Also wenn man eh die Merchant Man haben will zumindest, kriegt man dann aktuell wirklich das stärkste oder das beste Trading-Schiff, die Caterpillar, und den Barnett Defender, der auch wirklich gut reinhaut, der echt stark kämpfen kann mit diesen krassen Waffen. Und ihr geht zumindest nicht leer aus, ne? Ihr habt dann auf jeden Fall einen guten Ersatz bis dahin und könnt das Ganze tun. Ansonsten ist die Merchant Man generell ein limitiertes Schiff. Gut, ist ein Alien-Schiff. Alle Alien-Schiffe sind grundsätzlich immer limitiert, aber da soll man auch im Hinterkopf behalten, dass es also eher ein rareres Schiff ist. Das heißt es nicht, dass es da eine Begrenzung von der Gesamtanzahl gibt, aber normalerweise ist die Merchant Man nur im Anniversary Sale verfügbar. Jetzt halt nochmal zu dieser Alien Week. Das heißt, wenn ihr sie euch jetzt nicht holen würdet, rein theoretisch, dann müsstet ihr warten, bis der nächste Anniversary Sale, also irgendwann im November, stattfindet. Dann wird sie vermutlich wieder kaufbar sein, zu welchem Preis auch immer. Ne? Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, gerade diese limitierten Schiffe, da kann man halt nicht mal easy schnell das Ding kaufen, weil es einfach nicht vorhanden ist. Ja, und das sind so die allgemeinen Informationen, die man zum Merchant Man aktuell sagen kann. Es gibt noch ein paar Details zur Waffengröße und Triebwerksleistung und so weiter, aber diese Sachen lasse ich hier ganz bewusst raus. Diese Detailinfos finde ich Quatsch, weil es ist halt im Konzept. Das Schiff war schon mal in der Whitebox-Phase oder Greybox-Phase, glaube ich. Sie haben dann aber wieder den Style Guide umgestellt durch die Barnett Defender und deswegen ist auch die gesamte Merchant Man wieder zurück in ein Konzept quasi zurückgerutscht. Ich weiß natürlich nicht, wann mit dem Schiff zu rechnen ist. Ich würde jetzt darauf tippen, dass wir ja im Laufe diesen Jahres dazu noch was auf der Roadmap sehen können. Ich weiß nur, dass die Arbeiten nach der Fertigstellung der Barnett Defender losgehen sollten und dass man dann eben auch den Style Guide fertig hat und entsprechend an der Merchant Man arbeitet. Also schauen wir mal, was die Roadmap da uns vielleicht mit 3.12 sagt. Vielleicht ein kleiner Lichtblick am Horizont ist, dass die Merchant Man von sehr, 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 sehr vielen Leuten erwartet wird. Und wir haben zumindest bei der Carrack festgestellt, dass die Merchant Man auf jeden Fall ein Schiff ist, was viele haben wollen, nachdem jetzt nun die Carrack fertig ist. Also, könnte sein, dass die Merchant Man eher flight ready wird, als wir das vielleicht denken. Aber aktuell, wie gesagt, das ist nur Spekulation, ist sie natürlich nicht auf der Roadmap und wir wissen gar nichts darüber, wann sie released wird und wir wissen auch nichts zu dem Preis. Meine persönliche Meinung zum Merchant Man ist, es ist ein sehr, sehr geiles Schiff. Gerade durch diese Geschäfte an Bord hat es was echt Cooles. Und sie ist tatsächlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, preis-leistungstechnisch aktuell ein absoluter Killer. Zumindest, wenn man dem Glauben schenkt, was sie alles können wird. Das ist natürlich immer alles, ne, relativ zu sehen, aber wenn wir davon ausgehen, dann ist die ihr Geld auf jeden Fall wert. Zumindest jetzt. Was sie später kosten wird, werden wir sehen. Aber das finde ich eigentlich sehr, sehr positiv. Und sie gefällt mir auch
insgesamt ganz gut. Ich mag das, wenn Schiffe mehrere Decks haben und schön groß sind, man viel Innenraum hat und einfach möglichst viele vielfältige Dinge an Bord machen kann. Aber was sagt ihr zu Merchantmen? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr sie euch jetzt geholt während der Alien Week? Habt ihr euch ein Upgrade gesichert? Oder habt ihr diesen Trick mit diesen Special Warbound Upgrades gemacht? Ich habe von einem Zuschauer gelesen, der hat sich die Merchantmen durch diese Special Upgrades für, glaube ich, 260 Euro geholt oder 270. Nagel mich jetzt mal nicht drauf fest. Das ist schon wirklich ein stolzer, sehr, sehr günstiger Preis, muss man sagen. Was habt ihr so gemacht? Und würdet ihr sie euch holen? Das ist ja auch mal ganz interessant, wenn sie fertig ist. Ne? Weil einige, weiß ich ja, die warten immer darauf, dass die Schiffe Flight-ready werden und kaufen sich erst dann, weil sie halt nicht die Katze im Sack holen wollen. Verständlich auch. Oder würdet ihr also euch erspielen? Ne? Schreibt mal auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Informationen haben euch weitergeholfen. Und wenn ihr noch weitere Infos haben sollt, die ich es vergessen habe, dann schreibt sie auch gerne mit in die Kommentare rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 65 Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your throne?